Oh, hallo und herzlich willkommen. Noch eine schöne Runde mit unserem Magier. Ihr seht die Liste oder das Deck, seht ihr an der linken Seite drüben. Das ist ein sehr, sehr starkes Anfängerdeck. Hat eigentlich nur ein Legendary drin, und zwar den schwarzen Ritter, den wir halt sehr, sehr gut nehmen können, um einen Tank von ihm wegzunehmen. Jaina gegen und wir Rexha. Bekommen Hundekacke. Das der gute Antik ist unser Gegner. Ich hab es so gewollt. Dafür sieht unsere Starthand eigentlich jetzt zu Anfang gar nicht so schlimm aus. Den Frostblitz kann man... Ja, wir lassen sie, glaube ich, mal. Sie hätte an manchen Stellen noch ein bisschen besser. Ich hätte mir noch meinen Mana-Wurm oder so gewünscht. Und mal schauen. Wir können hier jetzt am Anfang halt eben auch gleich unseren Berserker spielen, zu dem er wahrscheinlich keine Gegenwehr hat. Zeit für ein bisschen Blutvergießen. Und können den dann in der nächsten Runde direkt buffen, wenn er jetzt nicht direkt ihn vom Feld nimmt. Aber das ist für einen Jäger natürlich sehr, sehr schwierig, auch hier gerade. Er kann jetzt... Ja, er hat seinen zuverlässigen Schuss, aber hat kein Tierchen oder sonst was. Was bedeutet, wir buffen ihn, zack, den soll ich töten. Und es gibt 5 Schaden für ihn. Beim Jäger ist uns natürlich immer wichtig, dass wir nicht zu viel auf dem Board lassen. So, na, okay, dann kriegt er natürlich hier weg. So, und nächste Runde heißt für uns, wir spielen unsere Knappchen und nehmen seinen Waldwolf, damit er nicht noch irgendwelches andere Getiers spielt. So, nächste Runde 3, ich würde gerne meinen Akolyten oder mein Wasserelementar spielen. Beziehungsweise es kann auch darauf auslaufen, dass wir einfach von ihm irgendein Tier dann, wenn es irgendwie in Retreat-Range ist. Ich frage mich, ob... Fernan. Magier hat natürlich den großen Vorteil, er hat einen sehr, sehr starken Dorfgegenschluss. Das heißt, das, was ihm am Anfang fehlt, macht er halt am Schluss wirklich schön weg. Okay, er hat nichts gespielt. Deswegen können wir jetzt dann... Nehmen wir noch nicht. Wir nehmen ihn rein. Und ja, ich kapiere seine Strategie noch nicht ganz. Es wird wahrscheinlich irgend so ein Hundekacke-Deck sein. Aber solange wir uns so bedeckt halten hier mit unseren Tieren oder mit unseren Dienern, sollte er uns eigentlich keine große Gefahr entgehen. Er spielt einen Wildbegleiter, bekommt den Buffer, den wir ihm jetzt natürlich dann gleich wegnehmen können. Und noch hierfür sprechen. 3 das ist für mich so ungefähr dann immer so eine Grenze, die ich für mich auch gesetzt habe. Also mehr als 3 Gegner oder 3 möchte ich ihm nicht bieten. Vor allem, weil wir jetzt halt eben schon in Runde 6 sind. Und was für ihn natürlich bedeutet, er kann... Ah, er nimmt uns schon eine Karte weg. Ja. Und er hat natürlich einen Mega-Dusel. Gut. Sein erstes hat er gespielt. Was glaubst du? Wir spielen unseren Ogre. Selbst wenn er jetzt die Hunde bringt, hat er damit keine Chance, das wegzukriegen. Er kann jetzt natürlich nochmal einen zufälligen zerstören. Sein Adlerbogen würde 5 Schaden machen. Bringt ihm auch nichts, um den wegzukriegen. Ja, mit dem hat er natürlich was sehr, sehr Nettes. Aber ich mag das Getier natürlich auch. Und deswegen schnapp ich mir den. So, kriegen wir den noch sonst irgendwie weg? Damit hätten wir 3. Damit hätten wir einmal 6 Schaden.
Wir kriegen ihn. Ja, ich muss meinen Ogre dafür opfern. So. Ich kämpfe. Und die hätte ich jetzt eigentlich gerne noch irgendwie von der Hand bekommen. Aber zumindest mal einen können wir nehmen. Na gut, er wird das eh machen. Wir gehen direkt drauf. So, damit kriegt er nämlich 4 Schaden hin, reicht ihm also nicht. Den wird er mir wegnehmen, damit bleibt ihm nur noch 1 Schaden. So, lass die Hunde los, oder? Na, viel schlimmer. Wie hoch wird er denn den hier buffen? Okay, da denkt man natürlich nicht dran, dass hier nochmal 2 Hyänen kommen. Ah, die will er mir natürlich nicht losgehen lassen. Wofür das Leuchtfeuer jetzt, außer um noch eine Karte zum Zielabschluss, war gerade eben nicht ganz. Er hat 7. Wir haben leider noch keinen Feuerball auf der Hand. Hiermit kriege ich 3, 4 Schaden, 5 Schaden. Bringt nichts. Wir haben aber auch 3, 6. Und 1 ist 7. Dann können wir das gesamte Board klären. Das machen wir auch. Der Würfelschaden ist natürlich sehr gefährlich. So. Ich spiele noch den und nehme seinen Kartenkoffer weg. War jetzt ein teurer Zug. Sehr, sehr teuer. Aber er hat zum ersten Mal halt eben jetzt hier eine Abräumung. So, Fährten lesen. Ich weiß nicht, ich mag die Karte nicht besonders. Man verliert 2 gute Karten in seinem Deck, man zieht 3 auf einmal, rast näher an die Gefahr ran, dass man gar keine Karten mehr hat. Also ihr seht auch, er hat noch 10, ich habe 17 Karten. Okay, er spielt nochmal. Diese Legendary habe ich auch. Macht nur Ärger, die Karte. Macht wirklich nur Ärger. Wir geben uns das Ganze, indem wir bei ihm abräumen. Holen uns den 3-3er. Dankeschön. Ich habe monatelang da drin gespielt. Und gehen auf ihn los. Deswegen, die Karte ist einfach gefährlich, weil man gibt halt seinem Gegner sehr, sehr schnell eine schöne 3-3er. Ich lass die Runde. So. Der hat noch Ansturm. Geht er auf mich? Oder nimmt er Finkel weg? Er geht auf mich. So, dann nehmen wir den weg. Haben hier noch ein Schäfchen. Und haben da noch eins. So, nächste Runde. Schäfchen ist natürlich auch bei einem Hunter recht unschön. Na ja, genau aus diesem Grund. Und er spielt Simba den Löwen. Ich glaube, wir spielen unsere. Ich habe einen dicken, fetten Ogre-Taktik.
Oder Möglichkeit 2. Ich nehme einfach mal ihn, mache ihn unüberwindbar. Gute Frage. Hiermit kriege ich natürlich ihn weg. Hab dann aber noch die beiden Hyänen an der Backe. Wir spielen die beiden Großen. Und schauen, was er macht. Das sind 10 Schaden, wenn er uns ignoriert. Wenn wir einen Feuerball bekommen, haben wir ihn da damit. Er geht auf uns. Was spielt er noch? Er hat noch 8 Mana. Er bufft ihn und wird dann, ja, wegnehmen. Ja. Meine Güte. Damit kann ich leben. Wen nehmen wir ihm weg? Wir haben hier seine Zweier. Das heißt, der macht eh nur Ärger. Wir spielen ihn noch, unseren Antigolem, da er ihn zur Not halt eben auch wegnehmen könnte. Meine Augen. Dann noch unseren Seher. Zack, den holen wir auf 5. Und damit es ihn richtig ärgert. Beide bringen eigentlich was. Schilde hoch! Spielen wir unsere Sonnenbeschützerin. Wir haben allerdings noch 2, die gehen direkt weg ins Gesicht. So. Jetzt sind wir natürlich sehr vom Zufall abhängig. Schauen wir. Bin ich gespannt. Es steht 18 zu 15. Na, er spielt wieder die Hyäne. Und lässt die Hunde los, welches er allerdings wohl nicht buffen kann. So. Er nimmt uns den weg, den Antigolem. Und will wohl offensichtlich unseren Dreherschaden auch noch wegnehmen. Ein Feuerschlag und wir haben gewonnen. Ein Flammenstoß, meine ich. Und da ist der gewünschte Feuerball. Wir haben alles zusammen. Gut gespielt. Ich kümmere mich. Ah, nein, wir haben gar nichts zusammen. Scheiße, habe ich mich gerade so verzählt? Wir haben 10. Ich hab mich verzählt. So ein Drecksmist. Ich kümmere mich drum. Der kommt weg. Und die Eule. Ich habe fast keine Karten mehr. Ja. Und ich hab noch genug. Schweini. So, sehr schön. Wir haben Mana-Wurm und gehen auf ihn und er hat noch eine einzige Karte mehr. Das heißt, er konnte uns mit dem nicht runterhauen und hat einzig und allein nur noch das. Kriegt einen Tierbegleiter, der ihm rein gar nichts bringt. So. Wir spielen zu blauen Drachen und haben 7 wunderschöne Schaden hier liegen. Die hauen wir eben einfach mal gleich rein. Einmal, zweimal. Ich habe nicht genug Mana. Ah. Man kann da nichts machen. Das heißt, in der nächsten Runde ist er jetzt tot. Er probiert sich noch mit Händen und Füßen zu wehren, aber müsste jetzt eigentlich spätestens merken, ja, es geht einfach nicht mehr.
Schilde hoch! Wir spielen noch die Sonnenbeschützerin. Und ich mach was richtig Gemeines. Och! Ich wollte einen Schaden draufgeben und dann fertig klicken. Ah, ja, das sind... Aber es ist trotzdem nett, dass es einen gesehen hat. Ja, war eine lange Runde, alle Karten sind weg. Ja, wenn euch das Spiel gefallen hat, dann freut's mich. Wir konnten im Prinzip für jede Karte aus dem Deck vom Jäger konnten wir eine Antwort finden. Und hatten noch genügend Karten übrig. Wenn ihr noch Vorschläge habt, wie wir das Deck weiter verbessern können, schreibt diese bitte in die Kommentare. Ansonsten bedanke ich mich vielmals fürs Zuschauen und wir sehen uns bei der nächsten Runde. Vergesst nicht zum Abonnieren. Tschüss!